Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Satisfactory hier aus die Game Studio. Mein Name ist Marcel Schröder und bei uns ist Thompson. Servus. Hallöchen, was hast du da? Ich habe die Zipline. Die Zipline? Da kann man sich auf Stromleitungen hängen. Und herumdüsen. Hast du so ein Ding für mich auch? Ich kann, glaube ich, jetzt bauen. Ach ja, auf dem Strommast kann man übrigens auch stehen. Habe ich jetzt durch dummen Zufall rausgefunden. Man muss ja sagen, man kann ja schon in dem Spiel eine. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Aussichtsturm. Wie kommt der hierher? Den habe ich gebaut, weil man da besser von oben herabschauen kann. Ah ja. Die Drohne hast du noch nicht, ne? Diese Drohne, die es da geben soll und so? Ich habe jetzt fast den Space Elevator und das nächste Level. Also, da können wir dann in die Base schauen. Das sollte dann bald fertig sein, glaube ich. Okay. So. Passt, jetzt kann ich die Zipline bauen. Motoren kann ich nicht aufnehmen. Baust du den Container ab? Danke. So. Zipline. Da ist sie. So, die muss ich jetzt in der Hand nehmen, wie die Nüsse, ja? Ja, und dann springen und gedrückt halten, wenn du nahe eines Strommasts bist. Und dann hängst du dich dran. Mhm. Und kannst halt von Mast zu Mast fahren. Und dann kannst du entweder abspringen oder wirst abgeworfen, wenn du angekommen bist. Und kriegst halt einen kleinen Boost. Ich mach's so, ich lasse halt immer vorher ein bisschen aus. Und dann kann man von Mast zu Mast schwingen. Aha. Ja, dann muss ich wohl noch ein bisschen trainieren. Tolles Ding, was es alles gibt. Gut, dann fahren wir jetzt zurück zur Base, oder wie? Ja. Okay, ich guck mal, hier irgendwo war dein Elevator, ne? Ja. Da geradeaus und dann links. Geradeaus und dann links. Das mit den Richtungsangaben ist ein bisschen schwierig bei mir, das weißt du, ne? Ja. Gut. Nahe hier am Felsen. So. Gut, mal anders gefragt, wie war deine Woche? Ja, sehr viel zu tun. Sehr viel zu tun. Und stressig. Oh. Wochenende könnte schon langsam da sein, aber dauert noch. Ja. Du springst ja mit dem Exoskelett hier rum, ja? Ja. Jetzt gehen dann bald die Encased Industrial Beams aus, da müsste ich irgendwann die Produktion verbessern. Mhm. Was heißt also, da hast du jetzt weniger Produktion als Verbrauch, oder wie? Ja. Und wie willst du die verbessern? Musst du mehr Beton mischen oder mehr Stahl? Mehr Stahl, glaube ich. Okay. Aber eben, man braucht eigentlich fast zwei Werke, weil das stellt 6 pro Minute her und verbrauchen tut der... Wie heißt der? Der Manufacturer braucht aber 10 pro Minute. Also wenn man 2 aufstellt, dann geht sich's aus und man hat noch ein paar auf Lager. Ein Gasfilter, wozu braucht man den? Ach, für Gasmasken, alles klar. Und ein Highspeed-Anschluss, was ist das, was braucht man dafür? Highspeed-Anschluss verbinden sehr effiziente Weise mehrere Kabel und Drähte, verwendet das Standardmodul so, dass die Anwendungen vielfältig sind. Das ist zum Beispiel für die... es gibt ja Radartürme. Aha. Ja, kann ich da einen bauen? Radarturm. Ah, ich habe nicht die Oszillatoren, die sind in der Base. Siehst du das, was ich da... Ja? Ja. Das ist der Radar. Hast du so nicht schon gebaut? Noch nicht. Und der deckt dann die Karte im Laufe des Spiels auf.
Zeigt denn die Karte auch das Gebaute mit an, oder? Das weiß ich nicht. Aber okay. Du siehst ja, die Karte ist eben auf Z. Ich weiß ja nicht, was dann dazu kommt durch den Radarturm. Oh, das werden wir sehen. Ja. Dann fliegen wir mal zurück. Hier muss ich auch irgendwo noch eine Autostation aufbauen. Entschuldigung. Gesundheit. Eieiei. Was macht hier so komische Geräusche? Alle Monster und so. Achso. Entschuldigung, der Nieserchen, der kam wieder so überraschend. Ich hab da mal, das ist ja auch fürchterlich, ne? Passiert. Ja, bei uns haben sie ja jetzt die Corona-Maßnahmen verlängert und verschärft. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es schon aktuell ist, ob ich überhaupt noch nach 22 Uhr Auto fahren darf oder nicht. Aber es gibt, soll wohl eine Ausgabe, ne, obwohl hier habe ich ja keine Inzidenz von mehr als 100. Also in meinem Landkreis hier kriegst du mir gerade bei 91 rum. Okay. Ja. Also aber es noch. Gibt sinnvolle und weniger sinnvolle Maßnahmen und es gibt ja Berechnungen und Modelle, wie sehr Ausgangssperren die Mobilität verringern. Und es waren sowieso schon recht wenige Leute so eine späte Uhrzeit unterwegs. Ja, das ist Quatsch. Ja. Also das Sinnvollste wäre es, die Schulen dicht zu machen. Ja. So, hier sind wir also deiner Hauptbase, die ist noch recht, sagen wir mal. Unordentlich. Ja. Da ist Aufräumpotenzial da. Da sind halt Sachen aufgebaut, wo ich dann Ressourcen reingebe und die produziert werden. Zum Beispiel hier beim Space Elevator. Ja. Ach, da sind sogar schon Platten gebaut, okay. Aber das ist nur, dass ich es eben produzieren habe lassen und ja, dass es mal läuft, während ich baue und so. Aber halt nicht automatisiert, ich gebe die Sachen rein in die Container und ja, wird angefertigt. Ah ja. Schau mal da, 31. Computer. Das scheint auch voll zu sein, wird das mit hier? Da 40 Modular Engines brauche ich. Aber automatische Verkabeln brauche ich hier. Ja, die sind schon. Na, die ist schon fertig, da brauche ich keine mehr dabei. Deswegen habe ich das abgestellt. Achso. Strom verbraucht. Weil du siehst, ich habe schon fast alles außer die Modular-Motoren. Mhm. Und die werden hier links. Da werden die hergestellt. Na, keinem Lager jetzt. Da werden halt einer pro Minute nur hergestellt. Ah ja. Also noch 40 Minuten und dann kannst du da. Okay. Und da habe ich eben das erste, da werden die verstärkten. Dann die smarten Platten hergestellt. Mhm, smarten Platten. Dann da rein und. Intelligente Beschichtung. Mhm. Interessant. Ja. Also, sagen wir mal so, es ist jetzt auch grafisch aufgeschlüsselt, mal Inzidenz nach Meldewoche und Alter. Und man sieht eindeutig, dass diese dicke Inzidenzwolke deutlich von den Älteren zu den Jüngeren gewandert ist, ne? Also da, wo die Inzidenz am höchsten ist. Momentan ist die höchste Inzidenz wohl bei den 15- bis 19-Jährigen. Das heißt, genau die so eine Schule mit Präsenzunterricht natürlich richtig schön in einen Raum sperren. Ja. Wenn es dann einer hat, haben es 20. Bei uns in Österreich auch so. Also bei den Jungen steigt es am meisten an. Ja, auch die neuen Varianten sind ja ein bisschen, ne? Jugendfreundlicher. Ja. So, jetzt brauche ich noch die Beacons. So. Warte, ich muss da mal was ablegen in einer Kiste. Leg ab, ich nehme auf. Okay. Ich gebe dir noch Sprengstoff oder Schwarzpulver oder wie es heißt. Ja. Radarturm. Jetzt brauche ich noch Beacons. Ah. Dann können wir uns das mal anschauen, wie das ausschaut. Und man soll den möglichst hochbauen. Also können wir wahrscheinlich kurz auf die Plattform nach oben wieder düsen. Mhm. Weil das mit möglichst wenig Obstruktion gut funktioniert. So wie halt ein Radarturm auch funktioniert. Wenn möglichst wenig im Weg ist, dann kann er möglichst weit gucken. Hm. Da. Na dann. Okay, dann fahren wir hoch. Einmal hoch. Und das kommt dann eh alles weg, das ist halt nur. Ja, damit ich Zeit spare. Ja, ich weiß. Du siehst, ich kann auch mehr oder weniger schön bauen.
Ja. Es war ein langer Prozess. Ich will halt auch weiterkommen. So, wo würdest du denn aufstehen, den Turm? Mach das mal hier hinten, da steht erstmal nicht im Weg, oder? Ja. Würde ich sagen, vielleicht da, oder? Der ist ja gar nicht mal so niedrig, ne? Hat der auch eine Treppe, wo man dann hochgehen kann? Ja, hat er, in der Mitte. Bumm. Wow, das macht ja mal ein Herz. Ich glaube, du musst nur Strom anschließen, oder? Ja. Konfigurieren kannst du den auch noch. Okay. Ah, jetzt braucht's 5 Minuten bis zum nächsten Scan. Und es hat 50% gescannt. Schau mal hier auf die Karte. Hier ist irgendwie Ende. Die Leiter geht dann hier an der Stelle, wo ich jetzt stehe, in der Höhe ist. Ach, da geht's auf eine Plattform, alles klar. Okay, ich habe mich gerade gewundert, was hier ist. Ich bin über die Leiter hochgekrapselt. Kommst du hoch? Ich bin gerade dabei. Oh. Shit. Ja, das ist eine Plattform denn. Musst du einen großen Schritt machen. Okay, ich bin fast tot. Hab noch einen halben Balken. Dann zieh das Dings an. Radarkiller Tower. Ich habe nur die eins gemacht. ja, aktuell gescanntes Gebiet. 50% gescannt. Okay, maximal sichtbarer Bereich. Z? Irgendwie sieht man noch nicht sehr viel. LKW-Station, Fahrzeug, das hast du vorher drauf gehabt, oder? Weltraumluft, ja. Der Hub. Wo muss ich hin? Ah, da. Bin ich fast wieder runtergefallen. Na, da geht's noch weiter hoch. Aha, Haus in der Nähe, Steinpur in der Nähe, aus. Aha. Lager 1, wieso hast du Lager? Ach so, wobei man das sieht, okay. Radarturm. Dann habe ich die Beacons aufgestellt. Kompasskarte. Radarturm. Kommen wir hier noch höher, ja. Aber was macht der Radarturm? Der deckt nach und nach das Gebiet auf. Also wahrscheinlich sollten wir es wo aufstellen, wo man noch nichts entdeckt hat. Na, aber ich habe doch von der Karte noch nirgendwo was aufgedeckt. Ich war doch nicht überall da, wo die hier schon aufgedeckt ist, oder? War ich schon mal überall? Ja, kriege ich deine Karte? Ich glaube schon. Das ist neu. Im Alten hat die da so eine eigene Karte gehabt. Okay. Und ich bin noch nie, bin ich noch nie da hinten. Ich war viel unterwegs schon hier. Aber im Öl war ich auf jeden Fall, da habe ich gebaut. Und hinten bei dem Quarz habe ich ja auch gebaut, ne? Mhm. Wie viel Energie braucht denn dieses Teil? Müsste ich. Na, jetzt absteigen ohne zu sterben. Oh. Ist gut. Zieh doch einfach deinen. Ich hab keins, ich hab nur dir eins gemacht. Also ich bin heil unten angekommen. Kannst du ein Jellypad aufstellen? Ja, das kannst du machen, ja. Dann machst du einen Flachkörper, macht launemäßig da unten immer runter halt. Ja, also das ist der neue Radarturm. Wir werden sehen, was er uns bringt, was er denn uns zeigt und ob man den mit mehr Energie versorgen kann. Radarturm. Geben wir ihm den Namen. Wie nennen wir ihn? Gescanntes Gebiet. Mal gucken, was nach dem nächsten Scan passiert. Maximal sichtbarer Bereich. Ich glaube, das geht dann langsam hoch. Und das siehst du auf der Map immer so Kreise. Und wahrscheinlich wird der Radius dann einfach eben größer. Dort, wo man zuletzt war, ist so ein Kreis rundherum. Aha. Die Frage, ob es das bringt. Wir werden sehen. So. Ja, vielleicht kannst du das ja mal am Rand aufstellen und dann. Also, es ist ja noch nicht so, dass die Aliens dich angreifen, ne? Also, sozusagen, also in irgendeiner Welle konzentriert versuchen, deine Base zu zerlegen. Ich weiß gar nicht, wollen die sowas einführen? Hast du mal irgendwas gelesen deswegen? Nee, ich glaube nicht. Ach Quatsch. Würde mir auch nicht unbedingt gefallen. So. Komm mal kurz mit runter. Na klar. Zeig ich dir die Energiespeicher. Kann ich hier auch mit der Zipline an der Elektroleitung runter? Nein. Das geht nicht. Und bin fast gestorben. Also wenn es zu steil ist, dann geht's nicht. Okay. Es darf halt maximal einen gewissen Winkel nur haben. Na gut, okay. Aber man, nein. Wo bist du denn? Ja,
Ich bin. Grob die Richtung. Kurzer Autosave. Nur no, passiert aber so, ne? Alle 5 Minuten oder? Ah, hier ist Mem. Ja. Was ist das hier? Und schau, hier, hier hinterm. Was ist die Batterie? Das ist der Energiespeicher. Das ist ein Energiespeicher. Aha. Hier sieht hier 40 aus. Und davon, da hinten? Die Nüsse. Hinter den Biomasse-Generatoren habe ich mehrere aufgestellt. Da steht eine ganze Armada. Armada? Ja. Da habe ich. Ich habe 10 aufgestellt. Weißt du, dass bei Hotshots die Frau Ramada hieß? Das ist egal. Nein. Der mitspielt, aber du kennst wahrscheinlich den Film Hotshots nicht mal, ne? Ne, ich mag meinen Namen nicht so gut. Du hast du den Film Hotshots nie geguckt? Ich glaube nicht. Hotshots, die Mutter aller Filme, hast du nicht. Warte mal stehen. Muss ich machen. Hast du nicht geguckt? Ne. Mit Charlie Sheen? Was ist das? Ein Beacon. Achso. Das ist ein Gehstock. Nein. Ja, also das ist so ein Energiespeicher, den kann man auch konfigurieren. Aha, gespeicherte Energie, so, Graph. Ah ja. Die sind alle voll hier. Also ein Speicher kann halt bis zu 100 Megawattstunden speichern. Ah ja, jetzt ist es auch der Speicher. Und kann mit maximal 100 Megawatt geladen werden. Und lädt dann halt eine Stunde auf und kann dann eine Stunde zum Beispiel eben die 100 Megawatt abgeben. Mhm. Aber die Energieabgabe kann auch höher sein. Dann ist die Zeit, die es die Energie abgeben kann, halt kürzer. Ah ja. Dass es halt kurzfristige Energiespitzen ausgleichen kann. Und oh, ich habe schon gesehen, das wollte ich halt auch herausfinden. Ja. Wenn man Biomassegeneratoren hat, dann springen die Energiespeicher nicht an. Das erst, wenn die Energie wirklich am Limit ist. Aber deine Biomasse-Generatoren, die verbrauchen jetzt nicht die ganze Zeit Biomasse und Strom. Jetzt nicht. Also die springen nur an, wenn du hast ja verschiedene Kapazitätswerte, also eben Production, Capacity und ja. Aha. Und die Consumption, die Max-Consumption. Und die Production ist halt alles außer Biomasse und Capacity ist mit Biomasse. Ah ja. Und sobald es über dem Production-Wert der Verbrauch ist, dann springen die Biomasse-Generatoren an. Und ich glaube eben, wenn es über Max-Consumption ist, dann springen die über dem Capacity. Ja. Dann springen die Energiespeicher an. Interessant, interessant, interessant. Schön sieht's aus. So, hier mal Kupfer. Das ist noch nicht so schön. Was ist das hier hinten? Betonwerk? Da werden oder? Die Kupfersheets nach oben gebracht. Kupfersheets? Achso, hier für die Rohre. Hier ist dieses alte Leid, dass das Förderband leer aussieht, obwohl es gar nicht leer ist. Okay, bei mir ist es voll. Der Kupfersheet. Button Sheet. Egal. Ah, da stehen Nüsse rum. Ja, danke. Ich mag eigentlich keine Nüsse. Achso. Ja, ich esse eigentlich, also Nüsse esse ich, also privat esse ich kaum Nüsse. Okay. Und in der Firma schon? Nee, da. Geschäftlich? Ich habe. Ja, beim Geschäftsessen drehe ich sie mir rein, wenn es denn sein muss. Aber. Ah, schade, hast du viel Beton. Habe ich hier viel Beton? Ich habe hier viel Beton. Da stelle ich sicherheitshalber noch einen Container auf. Warte mal, muss ich hier weggehen, ne? Nicht, dass ich im Container drin stehe. So. Gibt's an die Spieler dreistöckige Container noch? Ich weiß nicht. Okay. Ja, dann haben wir ja ordentlich Beton dann für die nächste Zeit. Alles klar. Gut, das war sozusagen mal ein kleines Showcase. Wenn die Updates immer noch nicht ganz so da sind, wo sie hingehören oder wie sie sollten oder wollten, dann werden wir uns hier nochmal wieder sehen. Falls wir in der Zwischenzeit die Updates für die ganzen Mods kriegen, die wir auf dem, unserem regulären Spielstand haben, werden wir uns natürlich dort sehen. Thompson, es war mir eine Ehre. Es hat mir gefreut. Ich finde es immer wieder schön, dass du so viel Zeit auch in diesem Spiel verbringst, auch ohne Aufnahme, ohne alles. Muss ich sagen, den Nerv habe ich so nicht unbedingt für das Spiel, aber... Train Station, die könnte ich auch schon bauen. Weil ich habe sie zwar erforscht, aber noch keine gebaut. Also mal massiv.
Das ist immer massiv. Aber das könnte man wirklich mal machen, da oben auf der Plattform, so links, rechts, so zum Öl, Plastik holen, Kraftstoff holen, mit dem Zug mal machen. Das ist wahrscheinlich auch noch sinnvoller als mit den Fahrzeugen, die irgendwie sich verbacken können. Weil auf der Schiene fahren, dann fahren sie auf der Schiene. Ja. Ja, das können wir uns ja mal angucken. Die sollten eine möglichst lange Strecke wahrscheinlich fahren, dass sie halt beschleunigen können. Ja, oder viele Waren halt, ne? Ja. Alles klar. Vielleicht müssen sie den Beton einfach mal zur Baustelle bringen. Oder man kann ja auch sozusagen so ein Werk mit Eisen und Fertigprodukt und so, das kannst du ja da in dem, wo wir sonst immer sind, an dem Gras machen, ne? Und dann bringst du das halt eben alles hier ran oder so. Ja, man muss mal gucken, wie man das macht. Vielleicht kann man das auch irgendwie gebrauchen. Ja, den Truck, den könnte ich auch bauen. Alles klar. Gudi, dann würde ich sagen, ist die Aufnahme an dieser Stelle beendet. Tschüss.